Top im Job, auch in Deutschland. Mein Name ist Dr. Montegement Michel-Ange. Ich komme aus Kamerun. Ich arbeite als Assistentärztin in der Anästhesie. Und ich mag gerne helfen. Ich habe diese Leidenschaft in mir. Ich habe mein Studium in Mali absolviert. Es ist wie Harvard. Harvard in Westafrika, ja. Nach ihrem Studium hat Michel-Ange Monteux noch einige Jahre in Westafrika als Ärztin gearbeitet. Vor 5 Jahren kam sie der Liebe wegen nach Deutschland. Ich kannte überhaupt keine Worte auf Deutsch. Ich wusste auch nicht, wie ich könnte hier in Deutschland arbeiten. Ob das wäre überhaupt möglich? Das ist möglich. Mit dem neuen Anerkennungsgesetz. Damit Frau Monteux aber in Deutschland als Ärztin arbeiten darf, muss ihr Berufsabschluss anerkannt werden. Damit wird offiziell bestätigt, dass ihre Qualifikation mit der Ärzteausbildung in Deutschland übereinstimmt. Fehlende Kenntnisse kann sie in einer Prüfung nachweisen. Michel-Ange Monteux hat es geschafft und arbeitet jetzt als approbierte Anästhesistin in einem Krankenhaus in Mannheim. Ich habe schon mit dem Chefarzt von der Anästhesie dort gesprochen und ich bin sicher, dass ich viele Möglichkeiten von meiner Karriere dort. Alle wichtigen Informationen über die Anerkennung ausländischer Qualifikationen gibt es auf anerkennung-in-deutschland.de, dem Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.